Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich gerade so happy bin, aber irgendwie, ja, ich drehe wieder ein Video. Aber egal, Leute, erstmal Happy New Year, weil heute ist der erste, wo das Video rauskommt. Heute soll es einfach mal um das Thema 2016 und 2017 gehen. Deswegen habe ich euch mal auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr an mich habt. Diese Fragen werde ich heute mal für euch beantworten und da würde ich sagen, los geht's. Hashtag AskYoho, denkst du, das Jahr 2017 wird besser als 2016? Das ist echt eine schwere Sache, vor allem worauf man das bezieht so. Aber insgesamt könnte ich mir das gut vorstellen. Ich muss jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, 2016 war jetzt nicht das allergeilste Jahr von mir. 2017 wird, glaube ich, echt heftig, richtig heftig. Ey, immer wenn ich ein Video drehe, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas genommen oder so. Aber ich glaube eher, dass das nicht stimmt. Ich hoffe mal, ne? Hashtag AskYoho, wird es wieder Musik nächstes Jahr geben? Und ja, Leute, endlich wird es wieder Musik geben. Ich habe jetzt, glaube ich, über ein halbes Jahr Pause gemacht oder so. Es gab echt ein paar Probleme, aber die gibt es jetzt zum Glück nicht mehr. Mir macht es einfach Bock. Mir ist klar, dass ich jetzt nicht der allerbeste Sänger bin. Aber ich finde, wenn man Spaß an einer Sache hat, ist das gar nicht so wichtig, dass man das so toll kann. So. Hashtag AskYoho, was ist das Erste, was rechts vor dir auf dem Boden liegt? Also, ich verstehe es nicht, was das mit dem Thema Neujahr zu tun hat, aber ich guck mal. Das hier ist das Erste, was rechts vor mir auf dem Boden lag. Irgendwas will mir wahrscheinlich dieser Canon-Objektivdeckel sagen. Ich weiß aber nicht so ganz was. Keine Ahnung. Hashtag AskYoho, kannst du mal Fans besuchen? An sich wäre das eigentlich kein Problem, solange die nicht so weit weg wohnen. Ich meine, ich habe jetzt keine große Reichweite, aber wenn ihr wollt, könnte ich das eigentlich mal machen mit Melli oder so. Hashtag AskYoho, was hast du dir für 2017 so vorgenommen? Ich denke mir irgendwie jedes Jahr so, yo, jetzt sollte ich mir eigentlich mal nächstes Jahr was vornehmen, aber irgendwie nehme ich mir nie was vor. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht, was ich mir vornehmen kann. Was war dein Highlight dieses Jahr? Genau kann ich das auch nicht sagen, aber ich würde so sagen, Juli, August war schon die geilste Zeit, vor allem der August, weil ich war so viel unterwegs, ohne Scheiß. Wir hatten ja die Joheli-Tour und die war einfach so geil. Es war einfach richtig cool, euch alle mal zu treffen. Ziemlich cool. Dann war auch noch der Video-Day. Allgemein war der August einfach geil. Welche drei Wörter wären es, wenn du das Jahr 2016 mit drei Wörtern beschreiben müsstest? Boah, wie kann ich das beschreiben? Also erstmal auf jeden Fall YouTube, dann noch Reisen, Stress würde ich tatsächlich sagen, weil klar, Stress gehört dazu und Stress hatte ich viel und ja. Okay, jetzt kommt auch schon die letzte Frage für dieses Video, nämlich was waren die Wörter, die du 2016 am meisten verwendet hast? Hashtag AskYoho. Boah, jetzt kommen hier ganz viele Fragen mit Wörtern und so. Okay, nicht ganz viele, eigentlich nur zwei, aber... Egal, ich dachte, das klingt cool. Was laber ich wieder für einen Scheiß? Welche Wörter habe ich sehr oft benutzt? Ich weiß nicht, kennt ihr diese Wörter, die man so sagt, wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll? So zum Beispiel so, läuft. Ich weiß, das sagt man eigentlich nicht mehr so richtig, aber läuft habe ich irgendwie richtig oft gesagt. Oder sowas wie, ja gut, habe ich gesagt. Ist auch ganz classic bei mir. Oder ihr kennt ja bestimmt alle Sascha, also Zesch. Ich habe mir einfach mega viele Sachen von ihm irgendwie eingeprägt. Ich weiß nicht warum, aber er sagt halt so bestimmte Sachen, so wie zum Beispiel, kann man nichts machen oder... joa. Ich will das auch gar nicht. Zum Beispiel auch sowas wie, ich fahre nach Sascha. Das ist kein Deutsch. Ich will das nicht. So Leute, das war jetzt mein erstes Video für dieses Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf dieses Jahr. Ich hoffe natürlich, ihr seid auch wieder aktiv 2017 dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne weitere Fragen für die nächste Folge Hashtag AskYoho stellen. Diesmal natürlich zu allen möglichen Themen. Hier könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Vor allem, wenn ihr die Glocke daneben aktiviert. Da oben kommt ihr dann zu meinem letzten Video, da unten zu irgendeinem anderen Video, wahrscheinlich zum letzten AskYoho oder so, ich weiß es noch nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr oder am Sonntag um 13 Uhr wieder, wenn es wieder heißt. Yo! Ho!